Meine Damen und Herren, willkommen wieder jetzt zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect. Es gibt einen Multiplayer, so war das. Egal, wir gehen nochmal in die Kampagne rein. Wir haben ewig das nicht mehr gespielt und hier ist ein Brand ausgebrochen in Palmero, in der Küche. In unserer Einrichtung braucht sie eine Krise zusammen. Jemand hat hier das für Küche Feuer gelegt. Wir müssen löschen, um die Zahl der Opfer zu begrenzen. Weitere Schaden. Ja, Feuerwehr rufen. Jo, machen wir. Blutdienste. Feuerwehr. Feuerwehr. Ach du Scheiße, ihr brennt ja langsam alles. Jo, Leute, kommt mal schnell rein, nicht wahr? Laufen jetzt automatisch rein? Da laufen sie. Jo, geht ihr mal auch hier hin? So. Schönes Feuer löschen, nicht wahr? Guck mal, was passiert. Löschen die Flammen. Wir haben sämtliche Polizisten gerufen, die es gibt. Und ja. Ja, diese Kantine hat keinen Zellenzugang. Hm. Da stimmt wohl irgendwas nicht, wenn hier keine keine Kantine ist. Hm. Alter, Gefahrhof hier. Das ist natürlich gefährlich. 80 Leute habe ich hier drin und die sind alle ja so Richtung gefährdend. Das ist natürlich... Ach du Scheiße, schon ein Todesfall. Jo, ich glaube, hier fehlt der Feuerwehrmann. Hm. Ich fehlen irgendwie ein paar Feuerwehrmänner, oder? Hm. Ja, Feuerwehrmann. Machen wir nicht so weit, das Feuerchen, nicht wahr? Das könnte nicht ganz so gut sein, wenn er ganz so nah drin ist. Wenn wir mal jetzt einen Verletzten, ein paar Tote hier. Hm. Ja. Was passiert jetzt so? Müssen wir das bestimmt hier alles neu aufbauen. Es ist nachts. Es ist bei mir ist es jetzt wirklich schon nachts. Es ist dunkel. Ich habe getrunken. Macht ich hier auch irgendwas? Er macht ja gar nichts hier. Das war alles verbrannt und die Hälfte ist tot, aber... So. Die Flammen noch nicht gelöscht. Ja. Die machen das nicht mehr. Der macht noch was. Ah, jetzt. Okay, Flammen sind gelöscht. Es ist Don Palmero. Alle Insassen müssen ausge... Oh, oh, oh. Oh, jetzt ist er bewusstlos. Oh. Oh. So, wir müssen das Chaos beseitigen.
Jo, rufen Sie. Ja. Wir werden jetzt verweisen Sie. Aha, ich muss noch die Müll hier. Erstmal schicken wir die Feuerwehr zurück. Dann werden wir Personal, dann müssen wir hier Arzt einstellen und Arbeiter. Auch nochmal zwei, das sich nicht lohnt. Dann Räume, Müllraum. Ja, mit PC spinnt irgendwie rum. Aber wenn meine Videos so oft schaut, da weiß es ja. Oh. Reicht erstmal. Und dann muss ich alles wegreißen. Räumen Sie die Trümmer weg. Räumen Sie Kantinentrümmer weg. Wo ist denn... Ja, hier, mach doch mal ruhig. Ah, hier ist Planieren. Alter. Meine Maus kratzt mich schon langsam an. Da alles, was sie geht, planieren. Ja, Abriss des Gebäudes, schön und gut. Jetzt machen wir mal ein bisschen Vorsprung, nicht wahr? Und lass die Feuerwehr, Leute, das habe ich doch gemacht. Was ist jetzt, wo sich gerade bewegt? Bewegen sich dort nicht. So, guck mal, räumen Sie die Trümmer weg. Jo. Ist das dann? Nee, keine Ahnung. Wer es ist. So. Wir haben noch ein paar Trümmerchen. Halt hier. Natürlich, so wie mein PC ist, leckt das gerade rum. Was wird meine Maus sein, oder weiß der Geier was? So. Alles schickimicki hier. Wie sieht's aus? 92. So, Kantine müsste eigentlich clear sein. Und hier. Müsste mal jetzt auch eigentlich fertig sein. Der ruht sich aus, ist nicht schön. Hier noch. Ah, die Kantine ist fertig. Gut. Schön zu wissen. Oder so weit wie. Also wir haben hier so einen Haufen Fleck noch. Aber. Wir haben zu viele Häftlinge. Oh, zwei fühlen sich gut. Der Rest fühlt sich scheiße hier bei mir. Dass das nicht mal ein Zeichen ist. Ja, komm. Küche fertig. Oh, Halleluja. Ja, gute Arbeit. Da ist der Kranke. Der Verletzte. Das war's mit ihm. Arg. Ich glaube, er will uns etwas sagen. Wer von euch regieren zu den Ballers?
Zeit ist abgelaufen. Ich werde in diesem Scheißbett sterben. Was gibt noch von mir, Geschäfte zu finden? Genau, Palmero ist alles, was ich habe. Übernimmt die ehrenhafte Aufgabe. Wir wissen gar nicht, was zu tun ist, Dad. Noch die armen Süßen. Pass auf dich auf, es ist noch nicht vorbei, Nico. Ja, ohne Essen soll, kommt die Scheiße aus. Weisen die Station in Gefängnis umgeben und 10 Wachen zu. Okay. So Leute, ich würde mal sagen, hier machen wir erstmal Stopp. Das wird mir doch ein bisschen zu kompliziert. Wir müssen hier nochmal komplett neu anfangen. Wir machen unser eigenes Gefängnis nächste Folge. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.